Damit willkommen zurück, Folge 7. Und wie ihr vielleicht ahnen könnt und eigentlich wissen müsstet, ich mag Rocket und kann ihm diesen Wunsch allein schon aus menschlichen Gründen nicht abstreiten. This person means that much to me. I'm Groot. We'll go. Really? Thanks. I mean it. Help me out with this, boy! Your friend over here keeps dropping it on my foot. It slipped. Let's get going. Speichert. That'll do it. Have that little furball of yours give her a good rev to warm up the engines. Should be right to go. Where are we going, Star-Lord? We got a little detour to make. Right, Quill? Rocket has some business to take care of on Half-World. We don't have time for a detour. We've got more urgent problems to deal with right now. Peter, there's something you need to see. Hey, you promised. We're going. I found Nebula. She's taken Thanos' ship. She's heading to a remote Nova Corps outpost. Peter, she's going after Thanos' body. And we're supposed to care because... If I know my sister, she'll kill anyone who gets in her way. And once she has Thanos, if she goes off the grid again, I can't guarantee I'll be able to find her. I made a promise to Rocket. They're just gonna have to wait. Forget your promise! We need her to help us translate the Eternity Forge. Ich kann keine Versprechen brechen, du. Nebula isn't going to just wait Schnipsel. For us to intercept her. Look, a promise is a promise. Pete and I are going to Half-World. Intercepting Nebula is more important. You don't get to say what's more important. When it's a matter of civilian lives, yes, I do. We're going to Half-World. Thanks, buddy. I owe you one. Peter, but Nebula... Good luck translating the Forge without my sister. Versprochen. Ist versprochen. Erstmal will ich natürlich nach denen gucken. Was soll das? Wenn wir die Möglichkeit haben, nach den Leuten zu gucken, dann guckt man natürlich nochmal nach denen. Nein, ich wollte nicht in sein Zimmer. Who has been eating all this candy? Ich kann es mir schon vorstellen, wer die gegessen hat. So viele gibt's ja nicht. I am a collector of fine art. Absolut. Modell. Only present I ever got from Yondu. Found it on a stolen freighter covered in garbage. Said it reminded him of me. So. Rocket wouldn't let me put these in the common area. Sonst noch irgendjet? Nee, ne? Ach komm, für die Fans, für die Fans. Let's go, Champ! Ah, ich dachte, der sagt wieder dasselbe wie in der ersten Folge. So, ich wollte aber das hier unten sehen. Groot? Groot hat ein Stäbchen verloren. Ja, war so klar. Wer sollte das Süße sonst gegessen haben? Seriously, this stuff's everywhere. Oh, yes! Rocket must have got it working again. Die Zeit nehmen wir uns. Auch wenn das Video gesperrt wird und nicht monetarisiert werden kann, mir egal, ich mag gute Musik. Warum wird das so leise?
Wieso ist das so leise? Dann besuchen wir mal Gamora. What's all this? None of your business. Don't make me regret letting you in here. It wasn't easy to find those. Guy who sold them to me tried to charge me a fortune. I convinced him otherwise. Okay, erstmal eine Waffensammlung. Natürlich. You got a lot of sharp knives in here. How do you sleep with this stuff everywhere? Peacefully. Nice, dass man die Musik noch leicht hört. Hey, Gamora. Are you, you okay? This might have been our only chance to catch Nebula, and I... She could be gone by the time we find her, and then... I don't know what happens then. I'm sorry, I really don't want to talk about it. Dass man auch immer einen total anpissen muss hier in dem Spiel. Mann, 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 ey. Ich mag doch alle von den Guardians. Wieso müssen wir die immer verärgern? Baseball? It's funny how alien all my Earth junk starts to look after a while. Hey, Rocket! Come on! Don't die on me! Need some help with that? No, no, it's fine. Just shorts out every now and then. Crap. I think I got something in the engine room to fix this. You want to talk? I'll be down there. Jetzt lauf doch nicht weg, Mann. Was ist denn los mit euch? Fresh. Die Duftbäume sind cool. So einen hätte ich gern wieder. Hatte ich früher oft in Vanille. Monitor. Carbon emissions are good. Engines are all running smooth. Some funky red light is blinking. Meh. That's probably fine. Ach ja, der Humor. So, bevor wir zur Brücke gehen, guck mal hier nochmal. Da können wir nichts machen. In die Richtung ist nichts. Dann gehen wir zuerst zur Brücke oder was ist hier hinten? Was ist hier hinten? Gar nichts. It was me. Das, die Lieder, die sind so schön. Auch wenn ich nicht singen kann, aber die Lieder sind schön. Dass er jetzt zur Brücke laden muss, ist ein schwaches Zeichen. Telltale in. Huch, wo kommt er denn her? Don't touch that. I gave you this ship. Or at least I think I did. Can barely recognize it now. Look at all this crap you added to it. Wow, mit dem kann man ja viel reden. Hey Drax, you doing all right? When Thanos was alive, I was a warrior with a singular purpose. But now, I am useless. The others have made that very obvious to me. Mann, du bist immer noch ein Krieger, du Spacko. Maybe I should have seen it sooner. I was ordered to stay here, while you and Gamora fought Hala. Oh, come on, Drax, cheer up. Look, you gotta see the positive in things. Remember, every cloud has a silver lining. I do not think they do, Peter.
Clearly my skills, they are no longer as helpful as I had hoped. You should try talking to the others. You know, maybe they can teach you something new, help you find a new purpose. Who would you suggest? Oh, God. I don't know. I do not think any of them would want to. I'll help you out, Drax. Stick with me. Find your purpose in no time. I would be honored, Star-Lord. I should get going. Star-Lord, you still seem troubled by the visions of your mother. I am here to comfort you about such matters, unless you do not wish to speak of it. I just don't know what they mean. But I want to find out, more than anything. If I had visions of my family, there is little I would not do to discover the truth. Thanks for checking in on me, Drax. We are friends. I believe that is what friends do. You got that right. Jawohl, Drax. So, die Frage ist nur, wo ist Groot? Ich weiß, wir können eh nie mit Groot sprechen. Drax wird in deinem Zimmer warten. Machen wir das jetzt auch noch. Hier ist ja so viel zu tun, Mensch. Komm ja gar nicht vorwärts. So, wo ging's zum unteren Deck? Ich will nicht zur Brücke. Das ist dieses Scheißdingen. Der Rocket ist hier hinten irgendwo lang. Ne? In den Maschinenraum. Groot, was ich sagen wollte, ich verstehe, dass man Groot nicht aussuchen kann, weil du kannst mit ihm eh nicht reden, aber trotzdem finde ich es schade. Wenigstens, dass man ihn hier, da sieht man ihn. Geht doch. Dann ziehe ich meine Kritik zurück. Hey, how's my favorite tree? I'm Groot. You think Rocket's gonna be okay? I'm worried about him. I am Groot. Well, this has been a lively and fascinating conversation. I am Groot. Ah, herrlich. Hi, Groot. I am Groot. One of these days, you and I are going to be able to have a conversation. I am Groot. There's not a learn to speak Groot class I can take, is there? I am Groot. Well, I'm going to, go. Now. I am Groot. Ja, ja, Groot. Oh, diese Würfel, kennt er die noch? So, da ist Rockinho. Hey, Rocket. Hi, Quill. I'll leave you alone. Later, Quill. Ah, super. Open your home to a bunch of misfits, and what do you get? Slobs. Peter, that's what you get. Warum sollen wir dann mit Rocket reden können, wenn wir direkt wieder weggeschickt werden? Das ist doch so dumm. Mann. Huch. Das war jetzt echt ein bisschen dumm. Dann gucken wir noch mal, was unser guter Drax macht, dann haben wir hier mehr so eine Wir-Reden-Folge. Aber ist ja auch mal schön, mal die Hintergründe kennenzulernen und so. So, wo war jetzt dieser Drax in meinem Zimmer, ne? Der hat ja kein eigenes. Guck mal, was er noch zu sagen hat. Hey, man. You're in my room. Yes, I am. I have been waiting here for you to give me my purpose. So go ahead. Give it to me. I am listening. Natürlich das, was ich auch machen würde. On Earth, we have this expression. Follow your heart. Which means,
do whatever you desire most. Yes. Killing Thanos. I have already done that. Then you gotta find out what you want now. What's next on your list? Perhaps I would enjoy cooking. I am hungry. See you, Drax. I see you too. Peter hat sich die ganze Zeit teleportiert. What the fuck? Gut, dann würde ich sagen... Ja... Coast looks clear. Warum steht da Vorsicht? Jetzt müssen wir echt wieder da hinten hinlaufen. Toll, ich dachte, das können wir von hier aus machen. Peter, du kannst auch schneller laufen, oder? Ich will zur Brücke hoch. So, dann gehen wir jetzt noch Richtung Brücke und dann beenden wir die Folge schon. Dann kann ich das nämlich auch wieder als Redefolge extra deklassieren. Und die, die es interessiert, die können es gucken. Und die es nicht so interessiert, die können das weglassen hier bei toller Musik. So, hier haben wir nichts Neues, ne? Mittlerweile haben ein paar Bilder bekommen. What the fuck? Es war einmal ein Konversation von... Das hat Crude an uns weitergesendet. Hier sind doch ein paar neue Nachrichten drauf, Cosmos. Die kennen wir doch schon. Nova Hauptquartier, das kennen wir auch schon, das kennen wir schon. Bim 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 bim. Oh Mann. Was ist da los? Beverly sagt, dass ich meine sozialen Kontakte ausbauen muss, weil sie wegen mir noch ganz blemblem wird. Aber Nowhere ist für ein Federvieh nicht der richtige Ort, um Freunde zu finden. Lass uns mal zusammen Schnecken essen gehen, okay? Naja, Schnecken sind jetzt nicht so meins. Tote Blätter und Fell... Überall, weißt du, meine Ravagers haben ganz besondere Allergien. Das ist das letzte Mal, dass ich mein Kopfhörchen hatte. Sag Gumonda, dass ich Single bin. Ah, geil. Diese Rechtschreibung. Ah, ich finde das toll. Deswegen mag ich diese Menüs, weil sie ein bisschen Spaß haben hier. So, Codex. Haben wir da irgendwas Neues? Scheint so. Der hat sich aber nicht gemerkt, was wir... Der hat sich nicht gemerkt, was wir gemacht haben. Halas Schlachtschiff, randvoll mit toten Kriege gefüllt und von einer Minimalbesatzung besetzt. Hala hat aus dem Schiff ein fliegendes Grab gemacht. Das Schiff hat auf jeden Fall noch eine Menge Feuerkraft. Ich würde den Geschützen lieber nicht als Zielscheibe dienen. Die Kree waren eine technologisch fortgeschrittene Alienrasse, die einst über eines der größten Imperien der Galaxie herrschte. Sie waren im Grunde böse Römer mit Laserwaffen anstatt Schwertern. Heutzutage glänzen sie aber vor allem mit ihrer Abwesenheit. Ich habe Gerüchte gehört, denen zufolge ihr Heimatwelt etwas zugestoßen ist und dass nicht viele von ihnen übrig sind. Aber sicher ist nichts. Die Milano haben wir alles schon gelesen. Haben wir schon gelesen? Gibt es hier irgendwo ein Update? Nee, kein Update. Doch, hier unten gibt es ein paar Updates. So, dann lesen wir die Updates noch.
Dann ist die Folge auch lang genug. Und zwar sehr, sehr lang. Yondu. Yondu Odonta. Zugehörigkeit die Ravagers. Heimatplanet Centauri 4. Anführer der Ravagers und ein alter Freund meiner Mutter. Er hat mich nach dem Tod meiner Mutter adoptiert und mir mehr oder weniger alles beigebracht, was ich über das Leben in der weiten Galaxis weiß. Yondu ist nicht wirklich eine Vaterfigur und seine Moralvorstellungen sind milde ausgedrückt fragwürdig. Aber ich habe nur ihn. Ich habe ihn eine Weile lang nicht gesehen, aber wir verstehen uns. Update. Nun, das war er. Ehrlich gesagt habe ich aber noch immer etwas Angst vor ihm, obwohl er tot ist. Aber das ist ja nichts Neues. Star-Lord. Ist auch nichts Neues. Was zur Hölle, Thanos ist endlich tot und warum möchte plötzlich die Guardians verlassen? Nova Corps sind Weltraumbullen. Update. Die Nova Corps haben scheinbar mehrfach mit Rocket zu tun gehabt. Update, ich habe Nova Corps Thanos Leichnam überreicht und das Kopfgeld eingesammelt. Ich habe wohl das Richtige getan, aber ich habe es bereits gesagt. Und ich sage es erneut, das sind seltsame Leute. Vielleicht werden die Weltraumbullen mir in Zukunft den Rücken frei halten. Das könnte nützlich sein. Nebula, Zukunft, Ungehörigkeit, unbekannt, Heimatplanet, unbekannt. Gamoras Schwester, Gamora spricht nicht auf. Achso, Update. Gamora scheint ihre Schwester kontaktiert zu haben und Nebula war nicht erfreut. Das werden wir später nicht bereuen, oder? Nehmen wir das Quill, ist auch nichts Neues. Warum mir das neu angezeigt wird, weiß ich nicht. Das kennen wir auch schon. Hala ist neu. Name Hala, Deckname die Anklägerin, Heimatplanet Hala. Soweit ich weiß, ist Hala eine Kriegerin, die die Galaxis in ihrem Schiff namens der Wiedergänger bereist. Sie ist wahnsinnig stark oder vielleicht einfach nur wahnsinnig und sie scheint ausgesprochen wütend zu sein, besonders auf mich. Sie hat es auf das Relikt abgesehen, dass ich Thanos abgenommen habe. Sie nennt es Schmiede der Ewigkeit, aber ich werde es ihr nicht geben. Ui, Halbwelt. Und da geht's ja als nächstes hin. Rocket redet nicht oft über seine Vergangenheit, aber wenn er es tut, klingt das, was er erzählt, nicht gerade aufbauend. Ich weiß, dass Experimente an ihm etwas damit zu tun haben, aber wenn ich ihn danach frage, wechselt er das Thema. Jetzt will er das Relikt nutzen, aber wen will er damit zurückbringen? Ja, ich dachte, das wäre so eine Freundin, Frau, irgendwie sowas in dieser Richtung. Update, Notiz an mich. Lass nicht zu, dass er sich bedrängt. Das Badezimmer wird nie mehr dasselbe sein. Ja, ist auch nichts Neues, Mann. Das ist auch nichts Neues. So, wen können wir denn anrufen? Nova Corps für den Kollektor. Wir können die Nova Corps warnen. Nova Corps. This is the Guardians of the Galaxy. You need to secure Thanos' body and prepare your crew for an attack. His daughter Nebula is heading your way. Is that you, Star-Lord? Oh, okay, of course. Right away. Thank you so much, sir. I just, it means a lot. Okay. I'm hanging up now. So, was können wir mit dem Kollektor machen? Wollen wir ihn einfach mal just for fun anrufen? Collector's Museum, the Collector is out at Star-Lord? Huh. So you heard of me? Yes. Unfortunately, the collection is open only for exclusive Astatine Society members. Please, clear the line. Ey, so geht man doch nicht mit einem guten Freund um. Okay, dann haben wir das geschafft und in der nächsten Folge gehen wir mit Rocket zur Halbwelt, um zu gucken, was Rocket vorhat, was wir vorhaben. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, Daumen nach oben geben, schreibt fleißig Kommentare, wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut in die Videobeschreibung, dort viele wichtige Links zur Playlist von Guardians of the Galaxy, zu meiner Homepage, zu meinem Fußballkanal, einfach alles dort zu finden. Also schaut mal vorbei und ich sag bis zur nächsten Folge. Ciao.